das Wetter der Woche, aber wie man wettert, wie man es macht, ist es verkehrt. Das sagte meine Omi Glimpschau, sie da auch immer. Ist wie mit dem Papst, nicht? Mehr essen, mehr verbrauchen, mehr 21 oder weniger 21. Nicht? Mehr, sagt die Kanzlerin. Und der Steinbrück sagt natürlich auch mehr. Nicht? Und der Platzek hätte auch gesagt mehr. Nicht? Mehr sagt auch meine Gewerkschaft. Nicht? Weniger, sagte der Papst in Rio, weniger. Nicht? Wir brauchen weniger Konsum. Dabei ist bei vielen Leuten in Rio der Teller sowieso leer, also leerer geht gar nicht, nicht? Was hat der alte Marx immer gesagt? Die Armen werden immer ärmer und die Reichen immer reicher, sagt, könnte auch der Papst sagen. Aber Franziskus ist natürlich ein ganz anderes Kaliber als der Marx, nicht? Besitz, Geld, Macht, mach nicht glücklich, sagt der Papst zu den Armen. Das sagen die Armen zum Papst, das wollen wir doch mal sehen, ob das nicht glücklich macht, nicht? Die ersten Einbrüche in der Vatikanbank zeigen, Geld und Macht macht doch glücklich. Jetzt können die Kinder der Armen studieren, nicht? Der Opa kann seine Prostata-OP machen, ne? Und zu essen ist auch genug da und alles bio. Franziskus gratulierte in Rio natürlich auch allen den jungen Leuten, die auf die Straße gehen. Ob nun zum Beten oder zum Rebellieren, das ist dem egal. Hauptsache sie sind draußen, nicht? Und da hat in Rio auch eine Fahne geweiht für die Olympiade 2016. Das lief alles wie geschmiert, sage ich Ihnen. Wie in Rio immer, nicht? Und in Rom auch. Nicht? Und wer es glaubt, wird selig, sagte meine Omi immer.